Transitions, also Videoübergänge, sind super wichtig für ein Videoprojekt, denn erst das macht das Ganze zu einem smoothen Übergang und eine runde Sache aus dem Ganzen. Ich werde dir die Standard-Transitions zeigen, wie du sie einsetzt und auch wie du individuelle Transitions, also Videoübergänge, dir gestalten kannst, falls du einen individuellen Look benötigst. Videoübergänge kann man überall dort einfügen, wo man geschnitten hat oder auch an Bildern oder sonstigen Einblendungen, wo es halt eben Sinn macht. Natürlich ist es zum Beispiel, wenn man ein Musikvideo schneidet und das Ganze auf Beat läuft, dann braucht man manchmal Hardcuts, dann braucht man natürlich auch keine Videoübergänge. Aber gerade hier in so einem Video, wo ich ein Thema erkläre, dann lohnt es sich, Transitions einzublenden. Jetzt schauen wir das hier einmal an ohne Transition. Und jetzt siehst du, zwischen den beiden Videos, man sieht schon, der Kopf, der wechselt hier ziemlich scharf und das macht es nicht schön. Und zwar, um die Transitions zu benutzen, müssen wir auf Effect Library klicken, dann hier oben Video Transitions auswählen, falls diese nicht bereits ausgewählt sind. Und hier findest du eine ganze Reihe an Videoübergängen. Wenn du so normale Standardvideos hast, würde ich dir zu dieser Auswahl hier oben raten. Die sind nämlich sehr dezent. Oder eventuell noch dieses Noise Dissolve. Das ist auch eine relativ dezente Transition. Und ansonsten alle anderen, die sind relativ so PowerPoint-mäßig unterwegs. Aber manchmal auch sinnvoll, diese zu verwenden. Also ich nehme hier zum Beispiel Smooth Cut. Das verbindet die Videos miteinander, so dass der Cut nicht mehr so hart aussieht. Das können wir uns jetzt noch einmal anschauen. Hier siehst du schon, das hat er eigentlich ziemlich gut überblendet. Was auch immer relativ unauffällig ist, das ist dieses Cross Dissolve, da blendet er die Videos gegeneinander. So, dann sieht das nämlich auch nicht so schlimm aus. Und Dip to Color Dissolve, das ist ein Übergang, den ich gerne benutze, wenn sich der Inhalt irgendwie leicht ändert, denn er ist schon relativ auffällig. So, ein weißer Bildschirm und ja, so funktionieren die Standard Transitions. Jetzt können wir die hier einfach nehmen und entfernen, dann sind die weg. Und wie legt man sich jetzt eine individuelle Transition an? Dafür können wir, ich mache das hier mal leise, dass wir das nicht immer hören müssen, das Heart nehmen, also das Herz Transition. Jetzt können wir das erstmal hier anschauen, wie das aussieht. Also dann kommt das zweite Video mit einem Herz rein. Das ist sehr herzlich, warum nicht? Wir können das hier an dem Handle einfach langziehen, solange wir wollen. Umso länger dauert dann die Transition. So, dann schauen wir uns das hier einmal an. Das ist bereits schon ein individueller Eingriff in die Video-Transition. Okay, dank dieser langsamen Transition sieht man auch einmal, wie ich auf meinem Zettel spicke. Aber das ist nicht so schlimm. So, dann können wir hier im Inspektor, wenn die markiert ist, dann sehen wir im Inspektor Daten zu der ausgewählten Transition. Jetzt sehen wir an, wie lange wir die gezogen haben, wie viele Frames die hat, dann welche Form es hat. Natürlich lassen wir hier Hard, weil wir hätten auch gleich von Anfang an eine andere Form sonst hier wählen können. Dann sehen wir hier noch interessante Sachen, denn wir können hier was animieren. Wir können hier auch eine Farbe uns auswählen. Herz machen wir mal rot. Und wenn wir hier schon mal sind, dann können wir hier eine Border, also eine Kante, sichtbar machen. Ich mache die mal nicht zu dick, dass das gut aussieht. Und dann schauen wir uns mal von vorne an, wie das so wirkt. Und da geht hier ein rotes Herz auf. Warum auch nicht? Wir können zum Beispiel auch hier dieses Feather anklicken. Jetzt sieht man das hier nicht so gut. Aber hier da ist das so ein ganz leichter Übergang. Das gefällt mir aber nicht. Mir gefällt mir das rote Herz. Offset to Center, das ist, wenn man das Herz verschieben wollen würde. Das will ich aber nicht. Und hier zum Beispiel können wir das Ganze auch nochmal interessant animieren. Im Detail erkläre ich dir noch später, wie das mit den Keyframes funktioniert. Jetzt erstmal nur zu dieser Funktion. Also wir können hier starten, dann öffnet sich das. Dann können wir hier ein Keyframe setzen. 0165, das merken wir uns mal. Dann machen wir hier mal weiter.
Dann setzen wir hier wieder ein Keyframe. Das heißt, der bleibt an dieser Stelle bei 0,269. Dann gehen wir mal weiter. Setzen wir hier ein Keyframe und jetzt 1,65 machen wir aber den Wert vom ersten. So, ich zeige dir dann gleich, wie das aussieht. Dann können wir das hier nochmal größer machen. Nochmal ein Keyframe setzen, dann ist das nämlich wieder größer. Und dann nochmal so. Und dann nochmal Keyframe. 0,165. Machen wir das wieder klein. Und dann kann das wieder groß werden. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze an von Anfang an, wie wir das animiert haben. Und dann sehen wir, es wird groß. Dann wird es klein. Dann wird es wieder groß. Klein, also wie so ein schlagendes Herz, was dann heißt, ich habe alle lieb oder sowas in der Art. Das ist jetzt natürlich nur so Spielerei, aber wenn man irgendwelche Firmenfarben hat oder ein eigenes Logo sich kreiert hat, dann könnte man ja entsprechende Farben reinbringen und eine individuelle Transition sich anlegen. Wie speichert man diese jetzt, dass diese wiederverwendbar ist? Dann gehen wir mit der rechten Maustaste drauf und dann haben wir hier Create Transition Preset. Und dann müssen wir hier noch einen Namen eingeben. Machen wir mal hier Sophias Heart. Okay. Und wenn du jetzt unter Effects Library guckst, nach unten, hier haben wir User und hier haben wir Sophias Heart. Und jetzt angenommen mal Show Page Navigation. Angenommen mal, wir wechseln zu einem anderen Projekt. Und hier haben wir auch Sophias Heart, also das ist auch sogar in anderen Projekten dann vorhanden und können das abspielen und hier kommt das Herz genauso. Und im nächsten Video geht es dann um einen Effekt, der auf jeden Fall auch die Ästhetik deiner Videos erhöht, nämlich wie man den Rand wegbekommt, wenn man im falschen Format gefilmt hat, zum Beispiel wenn man mit dem Handy Hochformat gefilmt hat und dann das Ganze aber auf YouTube oder sonstigen Formaten, die nun mal im Querformat dargestellt sind, hochlädt. Mein Name ist Sophia, ich hoffe, dieses Video hier hat dir gefallen und geholfen. Falls du noch irgendwelche Fragen zu Transitions hast, dann nutze unten noch gerne die Kommentarfunktion. Ich gehe auf jeden Fall darauf ein und ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen.